Der Rostocker Stadtteil Lüttenklein bietet mit seinen rund 10.000 Wohneinheiten Platz für knapp 17.000 Einwohner. Klar, dass bei solchen Mengen auch sehr viel Müll anfällt. Doch nicht alles, was nicht mehr gebraucht wird, ist ein Fall für die Tonne. Das Sozialkaufhaus in Lüttenklein bietet eine vielversprechende Alternative zum Recycling. Die Mitarbeiter nehmen alles entgegen, was noch irgendwie zu gebrauchen ist, und bereiten es für den Wiederverkauf auf. Berechtigt für den Bummel im Kaufhaus sind alle, die ihre soziale Bedürftigkeit nachweisen können. Wer also zum Beispiel ALG 2, BAB, BAföG oder Rente bezieht, ist herzlich eingeladen und kann so für einen schmalen Taler nicht nur Möbel und Alltagsgegenstände erwerben, sondern auch die ein oder andere Perle entdecken. Jürgen Wegner von der Rostocker Tafel hat mir mal das schöne Wort gesagt: Gebt uns alles und wir entscheiden dann, ob wir es gebrauchen können oder nicht oder was wir damit machen. Und das ist so, wir freuen uns über alles, was uns angeboten wird. Das geht von A wie Aschenbecher bis Z wie Zentrifuge zum Honigschleudern. Also es gibt ja für alles auch einen Bedarf. Und wir haben in der Tat auch schon viele verrückte Sachen hier gehabt. Wir hatten hier schon eine Sitzbadewanne und wir hatten Textilien jeder Art, also auch wirklich Brautkleider. Und gerade beim Brautkleid ist es so, ne, wer halt bedürftig ist, der kann nicht in eine Boutique gehen und sich ein Brautkleid für 700, 800 Euro kaufen. Und wenn man dann hier vielleicht für 10, 15 Euro ein tolles Brautkleid kriegt, dann ist das eine feine Sache für denjenigen, der es kriegt. Und vielleicht für die ehemalige Braut auch, dass es eben nicht nur diesen einen Tag getragen wurde, sondern weitergegeben wurde. Hier kann ein Gegenstand, der woanders nicht mehr benötigt wird, noch etwas Gutes tun. Doch neben dem Recycling-Gedanken und der Hilfe von Bedürftigen erfüllen diese Sachen noch einen weiteren Zweck. Die dritte Sache, die dieses Möbelstück oder diese Sache bewirkt, ist, dass Menschen, die hier in Beschäftigungsprojekten arbeiten, lernen, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, ist das noch gut, ist das nicht gut, dass sie darüber, über die Arbeit hier auch wieder Selbstvertrauen gewinnen und im besten Fall dann auch wieder fit sind und den Drive, den sie hier aufgenommen haben, mitnehmen, um sich dann doch wieder vielleicht am ersten Arbeitsmarkt zu orientieren. Doch wie finanziert sich das Ganze? Das Sozialkaufhaus kommt eigenständig für die entstehenden Kosten auf. Durch den Verkauf der Waren werden Neuanschaffungen, Spritkosten und Lohnkosten der 4 Mitarbeiter gedeckt. Ein weiteres Standbein sind die 8 ehrenamtlichen Helfer sowie 7 zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Projekt Soziale Teilhabe. Dieses Förderprogramm richtet sich an Langzeitarbeitslose und Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Über das Projekt Soziale Teilhabe werden Stellen mit bis zu 1.370 Euro finanziert. Im Verbund mit Coachings wird so für bessere soziale Integration gesorgt. Einziger Knackpunkt: Das Projekt läuft mit Ende des Jahres aus. Und so fehlen im kommenden Jahr die 8 zusätzlichen Arbeitskräfte. Thomas Ratzlaff sieht einen möglichen Ausweg aus diesem Problem in der Förderung von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ich würde mir insgesamt vom Gesetzgeber wünschen, dass man endlich zu der Einsicht kommt, dass es einen gewissen Prozentsatz an Langzeitarbeitslosen gibt, die definitiv nicht für den ersten Arbeitsmarkt geeignet sind, die aber arbeiten möchten. Wir haben hier ehrenamtliche Helfer, die teilweise ganztags hier kommen und hier mitarbeiten, die aber keinerlei Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, weil ihre Leistungen sind nicht abrechenbar. Die können sich hier halt zwischendurch die Auszeiten nehmen, die sie brauchen, wenn es körperlich mal nicht geht. Sie müssen sich auch nicht für alles rechtfertigen, was vielleicht nicht funktioniert. Das kann sich ein Arbeitgeber auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht leisten. Und wenn man diesen Leuten jetzt die Chance gebe, zu sagen, pass mal auf, ich nehme dich aus dem Leistungsbezug raus, ich gebe dir darüber hinaus 100 oder 200 Euro mehr, als du für Hartz IV sowieso bekommst, dann hätte man erstens diese Leute aus dem Leistungsbezug raus, aber man würde ihnen auch einen großen Teil ihrer Ehre und ihrer Eigenständigkeit zurückgeben. Auch wenn dieses Modell Wunschdenken bleibt, immerhin ist ein Nachfolgeprogramm für das Projekt Soziale Teilhabe geplant. Doch ob und wie das Sozialkaufhaus mit dem neuen Projekt weiter existieren kann, wird sich im kommenden Jahr 2019 zeigen.